Die Stadtjugend Musik und Kunstschule Winden und Umgebung hat zusammen mit der Kastenschule das Konzept dieser Melodika-Klasse entwickelt. Unser Lehrer, Herr Rainer Wind, arbeitet eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Kastenschule zusammen und gestaltet den Unterricht am Instrument Melodika. Ziel der Arbeit der Stadtjugend Musik und Kunstschule ist es, möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zum Musizieren und zur künstlerischen Gestaltung zu geben. Hier versuchen wir schon seit Jahren immer wieder neue Formen zu finden und dadurch eine langfristige sowie nachhaltige Finanzierung zu gewährleisten. Zeigt mir euren Daumen. Zeigt mir euren Zeigefinger. Zeigt mir euren Mittelfinger. Und zeigt mir euren Ringfinger. Jetzt wird schwierig. Und zeigt mir euren kleinen Finger. Achtung, und ein C. Eamon, du kannst uns jetzt mal erzählen, wie man die Melodika spielt und was dir daran Spaß macht. Mir macht Spaß, weil die manchen Lieder so leicht sind, so wie bei diesem Lied. Da geht es nämlich hoch und hier runter. Also C, D, E, F, G, 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 C, D, E, F, G, G, C, D, E, F, G, G. Halt, G, 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 C, D, E, C, C. Allen Kindern ein Instrument. Hier an der Kastenschule wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, ab der ersten Klasse ein Instrument zu lernen. Wir tun dies mit der Melodika, die für das Klassenmusizieren am besten geeignet ist. Durch das schlauchähnliche Mundstück wird ein tonischer Erfolg sofort gewährleistet, die Motorik und die Atmung gefördert und die Koordination von beiden Komponenten gestärkt. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich später für ein weiterführendes Instrument entscheiden, haben sie schon Kenntnisse sowohl für ein Blas- als auch mit einem Tasteninstrument. Auch die Akzeptanz im Elternhaus ist sehr groß. Dies beweist, dass 2/3 aller Schüler ein eigenes Instrument besitzen. Aber das Beste, alle Kinder, egal welcher Nationalität oder sozialer Herkunft, lernen zusammen musizieren. Wir versuchen, die Freude an der Musik zu entfachen, zusammen mit Singen eine, für mich, hervorragende soziale Komponente. Natürlich lernen die Kinder auch die elementare Notenlehre, wie zum Beispiel Noten, Notenwerte und verschiedene Klangstrukturen. Durch die wirklich gute Zusammenarbeit mit den Lehrkörpern der Kastenschule üben die Kinder auch ihr Instrument unter der Woche im Klassenverband im Unterricht. Gefällt dir am Melodika spielen am besten? Also ich finde die Tasten, die kann man auch leicht drücken und das macht mir auch Spaß. Und welches Lied melodest du am liebsten? Ist ein Mann im Brunnen gefallen. Ist ein Mann im Brunnen gefallen. Was gefällt dir an dem Lied so? Dass das einfach ist. Auch die anderen Lieder gefallen mir. Eigentlich alle. Ja. Bei unserem Projekt ist das Besondere, dass also alle Schülerinnen und Schüler unserer beiden Eingangsklassen, wir haben ja kombinierte Klassen hier an der Kastenschule, an diesem Melodika-Projekt teilnehmen können. Die Bedeutung liegt insbesondere daran, dass also die Elternhäuser unserer Kinder doch zum großen Teil dem musikalischen Schaffen und Tun nicht besonders nahestehen. Und wir dadurch die Möglichkeit haben, die Kinder also auch sehr frühzeitig auch an den Instrumentalunterricht heranzuführen. Mhm. Natürlich profitieren wir auch im regelmäßigen Unterricht davon, weil eben musikalische Grundkenntnisse da so praktisch en passant mitvermittelt werden. Mhm.
Erklär doch mal einfach, was man bei der Melodika machen muss. Da muss man reinpusten und da muss man hier noch spielen. Genau. Und du hast so einen roten Punkt. Und was bedeutet der rote Punkt für dich? Das ist das C. Das ist das C. Welche Töne hast du alle schon gelernt? Das C, das D, das E und das G und das, A. Das A und das F. Und? Und noch das B. Und das B. Und das H. Und das H noch. Super. Dankeschön, Shia. Die erste Kastenschule Winnener Gang Band. 1, 2, 3, 4. Du hast dein eigenes Instrument, das weißt du. Dein Papa spielt auch eins. Übst du öfters mal zu Hause mit dem Papa? Ja. Was macht der Papa dann mit dir? Der sagt immer, du sollst Sachen lernen und dass du es später gut kannst. Was gefällt dir an der Melodika am besten? Das Neipusten als Blasinstrument oder das auf die Tasten drücken als Tasteninstrument? Das Tasten auf die Tasten drücken. Das macht dir mehr Spaß? Mhm. Ah, super.